Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannte es heute gegen 12.30 Uhr in der Halle eines Busunternehmens aus Bad Arolsen in der Korbacher Straße. Ersten Erkenntnissen zur Folge hat ein in der Halle abgestellter Bus Feuer gefangen. Das Feuer griff dann sehr schnell auch auf die Halle über. Reifen und Kunststoffe sorgten dafür, dass sich das Feuer zu einem Großbrand entwickelte, der an der Rauchsäule kilometerweit zu sehen war. Nach Angaben der Polizei wurde ein zweiter in der Halle befindlicher Bus rechtzeitig aus der Halle gefahren. Mit Schaum wurde der brennende Reisebus von den Feuerwehrleuten eingedeckt. Trotz allem schlugen immer wieder Flammen aus dem Fahrzeug und es kam zu kleineren Explosionen, die auf platzende Reifen zurückzuführen waren. Ja, die Leitstelle hat uns heute um 12.45 Uhr den Brand einer Lager- bzw. Fahrzeughalle gemeldet. Und wir haben festgestellt, dass jetzt hier vor Ort eine Fahrzeughalle eines örtlichen Busunternehmers in der Korbacher Straße komplett ausgebrannt ist. Die Halle hat in etwa eine Größe von 20 mal 20 Quadratmeter. In der Halle stand noch ein Bus, der ebenfalls komplett ausgebrannt ist. Ein kleinerer Bus, der konnte noch rechtzeitig aus der Halle herausgefahren werden. Zu Problemen am Einsatzort kam es nicht. Ja, der Zugang zur Einsatzstelle war für die Einsatzkräfte frei und einfach. Wir mussten allerdings verkehrsregelnde Maßnahmen durch die Polizei durchführen lassen, da wir die Wasserversorgung über die gegenüberliegende Straßenseite herstellen mussten. So wie es aussieht, haben wir Gott sei Dank keine Verletzten zu beklagen. Über die Höhe des Schadens oder auch über die Brandursache können wir jetzt noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ist jetzt mit der Brandursachenermittlung befasst. In der Nachbarschaft, so von 100 Meter entfernt, liegt eine Tankstelle. Auch diese Tankstelle, da bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass das Feuer auf dieses Tankstellengelände übergreift. Ja, die Einsatzkräfte aus Bad Arolsen, Helsen und Mengringhausen wurden noch ergänzt durch Kräfte aus Korbach, die mit einem Löschfahrzeug und einer Drehleiter uns unterstützten, da sich momentan die Arolser Drehleiter in Reparatur befindet. Und insgesamt hatten wir mit dem Rettungsdienst, der auch vor Ort war, ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort.